Gestern haben wir die beiden Formen der Unsterblichkeit beschrieben. Aber es ist freilich nur Fake, es ist nur negative Unsterblichkeit, nicht positive. Die eine Form, die einfach deshalb ewig bleibt, weil sich das nicht fortsetzt. Und die andere Form, die deshalb ewig weiter zu bestehen scheint, wie das unausrottbare Keimplasma, weil es eine metonymische Ersetzungskette gibt. Aber eine positive Form der Unsterblichkeit, das Persistieren des Bewusstseins, auch nach dessen Verschwinden. Ja, auf die käme es an. Aber in der Konsequenz, wenn man sich das vorstellt, was es bedeutete, dass dann dieses Bewusstsein in alle Ewigkeiten immer noch dieses Schauspiel der kontinuierlichen Selbstvernichtung und Grausamkeit und Auslöschung und Ersetzung und Neuzusammenscrabbelung nicht nur ein paar Jahrzehnte, sondern ein paar Jahrhunderte, ein paar Jahrtausende, ein paar Jahrmillionen anschauen müsste, könnte, dürfte. Keine sehr nette Vorstellung, wie die von dem Traum der Analysantin Lacans, die träumt, wieder geboren zu werden, als die immer wieder gleiche. Und täglich grüßt das Murmeltier.